Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir wieder Mining Simulator 2. Ich habe jetzt sehr lange kein Mining Simulator mehr gespielt, weil ich letztes Wochenende auch nicht zu Hause war. Dementsprechend habe ich nicht mal das Atlantis Update mitbekommen. Und das muss ich mir jetzt ansehen, weil inzwischen kam ja schon Teil 2 raus. Es gibt Group Benefits, okay. Join the Rumble Studios Group, you need to rejoin, alles klar, verstanden. War ich nicht in der Gruppe drin? Naja, ist auch egal. Neue Juwelenzauber gibt's sicher nicht, ne. Naja, dann gehen wir mal zur Weltraumfahrt und rüber nach Atlantis. Was brauche ich denn dafür? Ich brauche, ach, so ein paar Sachen. Die werde ich jetzt einmal ganz schnell zusammenfarmen, dann sehen wir uns dann auch gleich wieder. So, ich habe jetzt eine Weile gefarmt. Ich teleportiere mich mal hoch. Nicht dumm. Glitchium ist eins der Probleme, das ich hier habe. Und zwar habe ich davon bisher nur 2 Erze gefunden, mal Multiplikator 5. Heißt, ich müsste davon jetzt 10 haben. Und ich brauche 20. Also ich muss noch 2 weitere Erze finden. Und Osmium brauche ich dann auch noch ein bisschen mehr. Aber Elektronium und Iridium, super easy. Nur noch Osmium und Glitchium fehlen. Ah, 15 Glitchium habe ich sogar. Also muss ich davon nur noch einen Erz finden. Und Osmium findet man natürlich ein bisschen weiter oben. Hier steht bei Items auch noch neu. Was ist denn neu? Titel gibt es. Ach so, es gibt Titel. Ja, dann rüste ich einfach meinen Titel aus und teleportiere mich wieder runter. Für das letzte Erz Glitchium. Wo bist du? Jetzt kann ich auch mal die anderen Erze alle liegen lassen. Weil ich brauche nur grün und keine anderen Farben. Glitchium. So, das wär's. Gut, dann nochmal hoch. Und Osmium. So, Osmium müsste ja hier irgendwo sein. Weil seit wann ist da so eine Sonne? Habe ich scheinbar nie mitbekommen. Gucken wir mal runter. Da ist Osmium. Perfekt. Okay. Dann suchen wir hier weiter. Da ist Osmium. Hier ist Osmium. Gute Höhe. Hatte ich also noch richtig in Erinnerung. Da muss ich davon nur 10 Erze einsammeln. So, und ich glaube, die sind jetzt sogar schon drin, oder? Gucken wir mal nach. Items. Osmium. Ah, 2 Erze fehlen mir noch. Easy. Da sind die 2 Erze. Perfekt. Zurück zur Oberfläche, zur Weltraumfahrt und dann schalten wir uns endlich Atlantis frei. So, angekommen in Atlantis. Oh, das sieht ja interessant aus. Ich weiß nicht, was ich von der Skybox und dieser... ich weiß nicht. Also die Beleuchtung gefällt mir nicht. Im Vergleich zu der Skybox sieht das alles so unecht aus. Das hier ist an sich eine schöne Welt, aber der Himmel, beziehungsweise dieses Unterwasser, das passt nicht ganz. Na gut, wenn man mich von unten anguckt, dann schon eher. Aber sonst der Rest... Ich kann auf jeden Fall jetzt erstmal wieder die ganzen Erze hier entsperren, die ich gesperrt hatte. Mal verkaufen, bringt mir ja eigentlich eh nichts. Und dann schauen wir uns mal um. Hier gibt es ein paar Eier. Es soll ja mit dem neuen Update jetzt neue Eier geben. An sich ist die Map hier auch wirklich schön gestaltet. Aber ich muss jetzt meiner Meerjungpflicht nachgehen und die anderen Ebenen freischalten. Dafür gehe ich ja immer runter. Wir sehen, okay, es gibt 3 Ebenen zum aktuellen Zeitpunkt. Als erstes kriegen wir hier Algen und so und Shells. Ich sehe schon. Da konnte dann so ein bisschen reused werden hier. Seagrass. Wobei ist das nicht genau das Gleiche. Das muss man denen lassen. Die haben nicht reused. Aber die hätten ruhig reusen können. Ich meine, das Sommer-Event ist ja eine Eventwelt. Die war ja dann weg. Und man hat sich da ja auch theoretisch unter Wasser gegraben. Genauso wie hier. Deswegen findet man hier auch Algen und Muscheln erstmal. Aber ich gehe einmal auf Verkaufen, um zu gucken, wie viel mir das bringt, wenn ich hier so ein bisschen farme. Und 4,17 Millionen. Ich habe das Gefühl, das ist schon gar nicht mehr so schlecht. Egg Leaves in 3 Wochen und 2 Tagen. Oh mein Gott. Glücksereignisse. Gibt es ein Event-Egg? Discover City of Gold. Ja, das mache ich jetzt. Dafür gehe ich noch einmal in mein Loch rein hier. Dann mache ich diesen hier. Ui, wie sieht denn das von da unten aus? Okay, dann mache ich den Teleporter an. Drücke auf Teleportieren. Und dann springen wir einfach runter. Es gibt ja keine Höhlen mehr. Aber man kann hier einfach reinspringen. Und dann sind wir angekommen, holen uns die Ocean Chest. 120.000, okay. Ich glaube, meine Pets, die ich habe, die geben mir immer noch einen sehr krassen Vorteil. Ihr könnt ja mal meine Pets sehen. Der Almighty Flamingo in Shiny. Ah, Bucket of Shell. Den habe ich leider nicht zweimal in Shiny gekriegt, weil der Glitch dann gefixt wurde. Und naja, mies gelaufen. Kann man nicht ändern. Hier können wir jetzt einmal das erste Eck öffnen. Aber ich gehe davon aus, ich mache mal Auto-Delete jetzt aus. Bei allem, was ich hier kriegen kann. Dass die Pets schlecht sein werden. Ich luke einmal und... 2 seltene Pets. Klicken wir mal nach. Und, na, die sind echt nicht gut. Aber ich habe immer ein 1 in Shiny bekommen. Ja gut, für die Collection, ne? Gut, gucken wir einfach mal ein bisschen weiter runter. Dafür einfach wieder den Teleport-Glitch hier machen. Entfernen, platzieren, teleportieren. Und dann hüpfen wir mal runter. Das ist der einzige Punkt, wofür der Teleport-Game Pass noch nützlich ist. Na gut, als ich vorhin gefarmt habe, war es auch ganz praktisch. Aber sonst braucht man es nicht. Korallen. 55.000 haben die Wert. Das ist ja gar nicht mal so schlecht.
Und dann springen wir noch ein Stückchen weiter runter. Wenn man bedenkt, dass die Kiste oben ja 120.000 bringt. So, und deswegen müsste dann die City of Gold sein. Ja, sieht so aus. Springen wir einmal rein und... Hallo, City of Gold. Golden Chest bringt mir 9 Millionen nur. Okay. Wenn ich jetzt auf Verkaufen gehe, habe ich 2 Millionen dazu bekommen. Und das hier ist das spezielle Eck für 65 Millionen. Okay, da muss ich ein bisschen farmen, aber jetzt auch nicht so viel. Ich meine, wenn ich jetzt ein paar Erze abgrabe, dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Wie viel bringen diese Erze? 250.000, okay. Plus meine Multiplikatoren, wenn ich mit der Spitzhacke abbaue, wenn ich mit meinen Pets verkaufe. Das sollte ziemlich schnell gehen. Dann bauen wir hier noch ein bisschen ab. Die Korallen, warte, was bringen nochmal die Korallen? Ah, nur 55.000, die will ja gar keiner haben. Pfah, also die 55.000, die piss ich. Oh, dann einmal auf Verkauf, vorher den noch abbauen, verkaufen. 22 Millionen bekommen. Ich brauche also dreimal das, was ich eben gemacht habe. Machen wir noch ein bisschen. Ein bisschen hier abgrasen. Ich kann mich ja eigentlich auch mal nach unten graben. So. Oh, das dauert ja schon ein bisschen länger, sich runterzubauen. Ich merke. Aber ich glaube, das lohnt sich auch. Ich halte beim nächsten Mal, wenn ich ein neues Erz sehe, mal an, damit ich auch sehen kann, wie viel wert das ist. Das sind alles keine neuen, aber ich habe eben noch was Blaues abgebaut. Das waren, glaube ich, Perlen. Und ich würde mal so grob vermuten, dass Perlen ziemlich wertvoll sein werden, weil es sind ja Perlen. Und die habe ich bisher am wenigsten gefunden. Nur einmal, um genau zu sein. Also ich würde jetzt gerne nochmal Perlen finden. Ach, ich gucke jetzt einfach ins Inventar. So, Items. Hier Erze. Black, ein Opal. 3,25 Millionen. Das schmeckt doch. Perfekt. Da haben wir den Opal. Ich würde sagen, ich fahre mich mal rund, bis mein Inventar zu 10 Millionen gefüllt ist. Und dann kicken wir mal weiter, ne? Und 10 Millionen. Dann gehen wir auf Verkaufen. Bekommen dafür 36.000 und ich kann das erste Eck öffnen. Okay. Und es wird eine Royal Red. Gewöhnlich. Okay, ein gewöhnliches Pet aus diesem Royalty Eye, das nur 3 Wochen besteht, ist 400 stark. Naja, sehr schlecht ist es jetzt auch nicht. Ich meine, guckt euch mal diese B-Explosions an. Na gut. Aber wenn das normale Pet 400 Stärke hat, dann werden die guten Pets wahrscheinlich sehr gut sein. Das hier werde ich jetzt natürlich wieder löschen, weil wer will? Wer will sowas schon haben, ne? Dann kann ich jetzt auch mal hier Auto-Delete wieder anmachen für alles bis auf legendär. Und werde dann wahrscheinlich im Livestream so ein bisschen farmen. Wenn es hier irgendwas gibt, was ich mir noch unbedingt ansehen soll, was ich vielleicht verpasst habe. Ich habe jetzt nicht so genau die Updates verfolgt. Ich weiß nicht genau, was es alles hier so gibt. Kommt bald. Achso, Dark Coral... die Dark Coral Eier gibt es auch für 120 Millionen. Okay. Stimmt, die habe ich in den Leaks gesehen. Die Leaks bekommt man ja auch immer mal wieder mit. Und die Kiste habe ich auch noch nicht mitgenommen, aber die wird wahrscheinlich auch nicht so viel bringen. Herausforderungen? Hier gibt es keine Kiste, sondern Herausforderungen. Das gefällt mir. Was kriege ich für die Herausforderung? Am Ende kriege ich einen Ei. Na gut, dann werde ich das doch mal machen, oder? Ja, gut, dass sie das Feature übernommen haben. So, der Sea Champion. Gucken wir mal, wie gut er ist. Die anderen Sachen beanspruche ich natürlich auch nicht, dass ich wieder diesen Fehler hier mache. So. 4.500, also kann ich mir gleich einen Restart auch leisten, ohne Verlust gemacht zu haben. 2.500, oh ja, das lohnt sich schon, hier die Gems mitzunehmen. Dann restarte ich den, damit ich das privat so weitermachen kann. Und dann gucken wir einmal, der Sea Champion hat 8.000 Stärke. Alles klar, okay, das lohnt sich wirklich. Dann gehe ich einfach mal auf am besten ausrüsten und habe jetzt... Also der ist nicht mein stärkstes Pet, ich weiß nicht, warum der ganz vorne platziert wird. Weil theoretisch ist mein Almighty Flamingo noch ein bisschen besser. Also all diese 3 Pets, die ich hier noch ausgerüstet habe, sind eigentlich besser. Aber vielleicht macht er sich ja, wenn man den auf Level 20 levelt. Das werden wir ja auch noch sehen. Gut, dass ich da jetzt nochmal nachgeguckt habe. Aber Leute, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Bis dann und ciao!